Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ob ich lieb bin, das wird sich noch erweisen. Das werden Sie sehen in den nächsten 2 Jahren. Naja, das steht nicht fest, aber da gibt es ja immer die eine oder andere Vermutung. Und wer mich dann live erlebt, ist vielleicht überrascht. Meine Damen und Herren, ich freue mich, wieder hier zu sein. Das letzte Mal Bottrop war dann doch kein Landesparteitag, sondern eine andere Veranstaltung, die aber offenbar wichtig war, um die Verhältnisse im Landesverband zu klären. Ich bin froh, dass wir heute hier sind und nach dem Parteitag in Essen, der all diejenigen, die da waren und auch all diejenigen, die nicht da waren, offenbar sehr bewegt hat, hinter uns gelassen haben. Zweifelsohne ist Essen eine Zäsur für die AfD und dennoch sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir mit der Partei nach dem Parteitag in Essen ein großes Stück das zurückgeholt haben, was uns 2013 zur Gründung der Alternative für Deutschland veranlasst haben. Und ich bin froh, dass das so ist. Dazu beigetragen hat zum großen Teil auch dieser Landesverband Nordrhein-Westfalen, nicht nur, weil ca. 30% der Teilnehmer auf dem Essener Parteitag aus Nordrhein-Westfalen kamen, auch deswegen, weil es eine sehr gute Vorbereitung des Landesvorstandes vieler ehrenamtlicher Helfer aus ihrem Landesverband zusammen mit dem Team der Bundesgeschäftsstelle gegeben hat, was letztendlich dazu beigetragen hat, dass Sie den größten Mitgliederparteitag und wahrscheinlich auch in der Geschichte der AfD den bleibend größten Parteitag dieser Partei organisiert und beherbergt haben. Und darauf können Sie trotz aller Unwägbarkeiten nach wie vor stolz sein. Danke sehr. Nun sind wir so ziemlich raus aus dem Sommerloch. Die im Süden brauchen ein bisschen länger, weil die Sommerferien in Baden-Württemberg und Bayern noch bis Mitte September andauern, aber sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in vielen anderen Landesverbänden, respektive Bundesländern, hat der Herbst 2015 bereits begonnen und wir müssen uns fragen, wo die AfD steht. Und bei den vielen Gesprächen, die wir selbstverständlich nach Essen führen, auch wenn es für manche einen vielleicht so aussah, als sei der Bundesvorstand nur in der Sommerpause, kann ich Ihnen versichern, dass es nicht der Fall war. Verschiedene Bundesvorstandsmitglieder haben andere Landesparteitage begleitet. Sie sind auch nicht die Ersten, die einen Landesparteitag nach dem Essener Parteitag veranstalten. Es ist bereits der 4. Rheinland-Pfalz hat bereits einen Parteitag abgehalten und den Vorstand komplettiert nach diversen Austritten. Schleswig-Holstein hat einen neuen Parteitag abgehalten und einen neuen Vorstand gewählt. Auch in Baden-Württemberg wurde mein Co-Sprecher mit Vorsitzender Jörg Meuthen zum Landessprecher gewählt, zu einem von dreien. Auch dort hat man einen Satzungswechsel vollzogen, wie er möglicherweise auch hier in Nordrhein-Westfalen angestrebt wird. Alle Parteitage, das kann ich Ihnen versichern, haben letztlich einen, sagen wir, Dualismus zu bewältigen gehabt. Welcher ist das? Auf der einen Seite den Neuaufbruch, den Wiederanfang, wenn Sie so wollen, um das zu bewahren und weiterzuführen, was uns 2013 eben alle angetrieben hat. Auf der anderen Seite auch die Einsicht dahinein, dass Kontinuität innerhalb der Parteiarbeit ein unverzichtbarer Bestandteil ist. Denn wir können gern alle Monate, alle paar Wochen uns neu sortieren, uns neu formieren, aber ich glaube, wir sind uns einig darin, dass Reibungsverluste, die dabei auftreten, zwangsläufig auftreten, immer dazu führen, dass wir in der politischen Arbeit, in der Sacharbeit nicht vorankommen. Und wenn wir gerade diesen Sommer anschauen, dann möchte ich aufgreifen, was die niedersächsischen Kollegen zum Kampagnenthema in ihrem Landesverband der letzten Tage und Wochen gemacht haben. Krisen kennen keinen Urlaub. Und ich glaube, der Sommer 2015 zeigt uns ganz klar, dass es eben das politische Sommerloch überhaupt nicht gegeben hat, dass sowohl die Euro-Krise als auch die verheerende Asylpraxis in Deutschland, aber auch in ganz Europa uns nicht schlafen lassen darf. Und das benötigt eben auch handlungsfähige Vorstände, handlungsfähige Kreisverbände und handlungsfähige Landesverbände. Und deswegen muss ein wesentliches Ziel dieses Parteitags heute und morgen hier in Bottrop sein, dass die Kontinuität wahren, Aufbruchstimmung wieder vermitteln, damit auch der Landesverband Nordrhein-Westfalen in den kommenden Monaten bis 2017 das ist, was er sein muss im Bund, der stärkste Landesverband und damit bitte auch die stärkste Stütze dieses Bundesvorstandes. Gut ist, wenn wir uns alle gut fühlen. Ich möchte aber auch nicht verhehlen, dass wir uns klar machen müssen, dass es durchaus eine Diskrepanz zwischen der Eigenwahrnehmung der AfD, zwischen unserem eigenen Gefühl jetzt nach diesem Parteitag in Essen und der Außenwahrnehmung gibt. Wir stellen fest,
dass durchaus die Presse nach Essen vorhersehbar über uns berichtet hat und dass wir mit Attributen belegt werden, die wir zwar schon 2013 gewöhnt waren, von denen viele doch aber, ich denke auch hier in Nordrhein-Westfalen, gehofft und geglaubt haben, das Etikett endlich abzuschütteln. Dann mögen auch diejenigen sein, die glauben, wenn uns Etiketten angeklebt werden, dann behalten wir sie eben und arbeiten damit. Ich glaube aber, dass das nicht das ist, was wir unter aktiver Imagebildung verstehen sollten. Und wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass ein positives Außenbild der Alternative für Deutschland von selbst passieren wird. Daran müssen wir aktiv mitarbeiten. Dazu brauchen wir Mitglieder, die konstruktiv die Themen nach draußen bringen, die sehr wohl, so gut kennen Sie mich, auch eine Provokation nicht scheuen, die aber immer wissen, wann Schluss ist damit und wann wir zeigen müssen, dass wir sachlich arbeiten können. Und das brauchen wir in den kommenden Wochen mehr denn je. Der Bundesvorstand, das möchte ich Ihnen hier und heute versprechen, wird versuchen, sein Möglichstes dazu zu leisten. Wir haben inzwischen zwei Präsenzsitzungen hinter uns. Auch wir werfen nicht alles über Bord, was der alte Bundesvorstand getan hat. Deswegen treffen wir uns fast wöchentlich telefonisch zu Telefonkonferenzen als Bundesvorstandssitzungen, um die dringenden Dinge zu klären. Das heißt, Sie dürfen und sollen bitte auch weiterhin erwarten, dass, wenn es dringende Fragen des Landesverbandes gibt, dass die schneller geklärt werden als in der Vergangenheit. Und dazu gehört auch, dass das neue Bundesschiedsgericht, das ja auch unter Beteiligung aus NRW entscheidend besetzt ist, die Altfälle aufarbeitet und bitte auch Altfälle, die eigentlich niemals welche waren, ad acta legt. Und das ist auch zum erheblichen Teil schon geschehen, zumindest was den Bundesvorstand angeht. Wurde auch das Verfahren gegen den Landessprecher Markus Putzel eingestellt, weil es einfach unsinnig war. Und das ist nicht nur so. Meine Damen und Herren, wo müssen wir 2017 bzw. in Vorbereitung auf 2017 hin? Wenn man sich die Wahltermine anschaut, dann sehen wir, dass bereits das Jahr 2016 ein Superwahljahr wird und 2017 wird nur die Fortsetzung desselben. Wir brauchen in allen Landesverbänden, aber besonders in dem größten, also in Ihrem, dass Sie auf allen Ebenen, also in Bezirken und Kreisen, zur Sach- und Programmarbeit zurückkehren, dass Sie das erfolgreich fortsetzen, was ich in Kamel ja als Sitzungsleitung begleiten durfte, die Fertigstellung Ihres Landtagswahlprogramms. Und wir alle müssen gemeinsam kampagnenfähig werden. Warum sage ich extra kampagnenfähig? Wir haben ja schon einige Kampagnen hinter uns. Und wenn ich glaube, oder wenn ich sage, was meiner Meinung nach uns damals zum Erfolg getragen hat, 2014 in der Europawahl, aber 2013 natürlich genauso, dann war es das unglaubliche Engagement vieler Mitglieder, auch vorbei an Strukturen, weil die Strukturen noch gar nicht da waren. Und jetzt müssen wir eine Stufe professioneller werden. Das gilt nicht nur für die Landesverbände, das gilt auch zuallererst für den Bundesverband. Und deswegen arbeiten wir intensiv an der Vorbereitung einer strategischen Ausrichtung, die dann auch über das gesamte Land ausgebreitet werden soll. Das heißt nicht, dass wir Ihr Engagement damit verhindern oder kaputt machen wollen, aber wir wollen gern eines erreichen, dass wir Ihr Engagement einbinden in eine Gesamtstrategie, die auch heißt, dass wir uns hoffentlich eine gemeinsame Plakatlinie zulegen, dass wir uns absprechen vorher über Slogans und über Wahlkampfinhalte. Und wir möchten bereits in diesem Herbst damit beginnen, indem wir eine Herbstkampagne starten, die der Bundesvorstand gerade beschlossen hat und die wir ab nächster Woche vorbereiten werden. Wir werden unsere Kernthemen, und Sie wissen, das Euro-Thema verlässt uns nicht. Wir haben innerhalb weniger Tage über 30.000 Unterschriften gesammelt, auch wenn die Kampagne online jetzt ein bisschen an Fahrt verloren hat. Wir werden dieses Thema aufgreifen und wir werden selbstverständlich das Thema aufgreifen, das die Bürger draußen am meisten bewegt, die Asylfrage, die Asylpraxis, bei der wir noch den Eindruck haben, dass die Bundesregierung nicht nur nicht weiß, was sie machen soll, sondern überhaupt kein Konzept mehr hat, wie sie mit diesen Asylbewerberzahlen umgehen soll. Der sowohl vor allen Dingen mit dem Asylthema an die Bürger herantreten will. Ich verstehe aber auch all diejenigen, die sagen, wir dürfen uns nicht nur auf dieses eine Thema konzentrieren. Und damit wir keine Entweder-Oder-Frage stellen müssen, werden wir eben die beiden Kernthemen, unsere Kritik an der Währungspolitik der Bundesregierung und unsere Kritik an der Asylpraxis der Bundesregierung, und ich sage bewusst Asylpraxis, weil ich der Meinung bin, dass wir als AfD ganz klar zum Asylrecht an sich stehen müssen, aber sagen müssen, dass es einfach missbraucht wird. Missbraucht
missbraucht wird von denjenigen, die zulassen, dass geltendes Recht nicht mehr umgesetzt wird. Und damit ist auch klar, wo wir unsere Proteste hinlenken sollen, nämlich vor die Rathäuser, vor die Regierungsämter und vor die Ministerien. Dazu brauchen wir Sie, dazu brauchen Sie den Bund. In dem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass wir also für diese Kampagne, die selbstverständlich nicht ohne Mitwirkung der Landesverbände funktionieren kann, ohne Mitwirkung der Bezirks- und Kreisverbände, dass wir dennoch ausprobieren möchten, diesmal ein Kampagnenteam auf Bundesebene zu installieren, das eben im Ernstfall den kurzen oder heißen Draht bereitstellt, damit diejenigen, die ein paar Tage später mit dem Infostand auf dem Marktplatz stehen wollen, eben nicht auf die nächste Kreisvorstandssitzung warten müssen. Auch dafür gibt es satzungsrechtliche Möglichkeiten. Ich sage mal, obwohl er das nicht gern mag, unser Satzungspapst Albrecht Glaser hat dafür schon wieder eine gute Idee gehabt. Wir werden also versuchen, innerhalb dieses Herbstes mehrere Wochen Kampagnen zu machen und Sie werden dazu in den nächsten Tagen vom Bundesvorstand einige Informationen erhalten. Also lesen Sie die Mitgliedermails, eine kommt noch dieses Wochenende, eine kommt vermutlich nächste Woche, damit wir gemeinsam in diese Kampagne starten können. Und ich hoffe, dass uns das den Schritt voranbringt, die Lethargie vielleicht auflöst, die an mancher Stelle eingetreten ist. Ich kann das für Ihren Landesverband nur im Einzelnen beurteilen. Ich weiß, dass es im Osten nicht der Fall ist, weil wir unsere Mitglieder so mit Veranstaltungen belegt haben, dass sie gar nicht zum Verschnaufen kommen. Ich weiß aber, dass es Kreise im Süden des Landes gibt, die eben aufgrund der Streitigkeiten in den letzten Monaten de facto keine Parteiarbeit gemacht haben und dass das Wollen der Mitglieder, diesen Trend umzukehren, sehr groß ist. Deswegen hoffe ich auf Ihre Mithilfe. Ich freue mich auf diesen Parteitag. Wählen Sie klug, wählen Sie einen Vorstand, der beides schafft, die Partei nach draußen zu vertreten, auch wenn es schwierig bleiben wird, ihre Landesthemen in den Medien unterzubringen, weil sie eben noch nicht im Landtag vertreten sind. Und ich bitte das auch nicht immer dem Vorstand anzulasten. Wir haben das ganz klar in Sachsen und Brandenburg gemerkt. Solange wir nicht im Landtag waren, waren wir landespolitisch nicht existent. Und das geht anderen Kleinparteien genauso. Das heißt, Sie müssen sich gut vorbereiten. Sie sollten den anderen Parteien auch nicht zu viel von Ihren guten programmatischen Ideen verraten. Auch das gehört zur politischen Klugheit dazu. Und Sie sollten schlagkräftig sein für den Augenblick, wo es zur Landtagswahl 2017 losgeht. Und wenn Sie dann unsere Hilfe, wenn Sie meine Hilfe dazu benötigen, dann sagen Sie einfach Bescheid. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, an Sie noch meine Grüße aus Hessen mitbringen, an Sie richten und mich freuen, dass ich bei Ihnen sein darf. Ich will versuchen, dass wir einen veranstaltungsfreien Parteitag haben werden. Ich habe, glaube ich, schon 15 von der Sorte gemacht. Es gab bisher noch keine Beschwerden, weder Anfechtungen noch erfolgreiche. Es wird also auch heute gelingen. Es ist ein einfaches Programm, soweit ich das sehe. Ich gebe mir Mühe, meinen Beitrag zu leisten zu einer Verhandlungskultur, die unserer Partei würdig ist. Und ich stelle fest, meine Damen und Herren, eine gute Verhandlungskultur ist ganz wichtig für unsere politischen Inhalte und für unsere politischen Ergebnisse. Das ist meine feste Überzeugung. Satzungen und Stil sind nicht irgendwelche Rahmenbedingungen, sondern es ist so etwas wie das innere Leben der Partei, was ganz wesentlich bestimmt, wie unsere zukünftige Entwicklung sein wird. So, das will ich gesagt haben. Okay.